Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus und in diesem Video gebe ich dir 3 Tipps, wie du am effektivsten vorgehen kannst, wenn du Anatomie gerade lernen musst. Und nur weil es jetzt relativ schnelle Tipps sind, heißt es nicht, dass sie weniger bedeutsam oder wichtig sind. Von daher mein allererster Tipp: Verschaff dir zu Beginn eines anatomischen Themas erst einmal einen Überblick, damit du überhaupt weißt, um was es geht, bevor du irgendwie groß Texte liest. Vielleicht schlägst du dazu deinen Anatomieatlas auf. Am optimalsten wäre, du hast vielleicht gerade einen Prep-Kurs und kannst dir direkt schon an der Leiche im Prep-Kurs wirklich die Strukturen anschauen, die du vielleicht dann daheim lernen möchtest. Also mein erster Tipp: Versuch dir erstmal wirklich einen Überblick zu verschaffen über die Dinge, die du lernen möchtest. Ich kenne es von mir selbst, ich habe dann manchmal das Lernen angefangen, habe dann vielleicht schon irgendwelche Nerven gelernt und habe dann nicht hinterher gefragt, Moment, wie läuft das jetzt genau, wie sieht es eigentlich am menschlichen Körper aus? Und deswegen eben der Tipp: Versuch dir einen Überblick zu verschaffen von den Sachen, Strukturen, die du lernen musst. Wie gesagt, am optimalsten wäre es, wenn du wirklich im Prep-Kurs dir die Sachen direkt ja an der Leiche anschauen kannst, aber es gibt ja auch Bildatlanten, wo wirklich die realen Bilder, wirklich Fotos von den vom Leichnam eben abgebildet sind, wo du wirklich genau siehst, wie es auch in der Prüfung dann vielleicht aussehen kann. Deswegen mein erster Tipp: Versuch dir einen Überblick zu verschaffen über die Dinge, die du dir einprägen möchtest. Dann mein zweiter Tipp, auch ein wichtiger Tipp, weil ich sehe, dass es sehr oft auch falsch gemacht wird: Versuch dich auf 1-2 Bücher oder Medien zu konzentrieren. Bei mir selbst damals, ich habe mir ein Anatomieatlas ausgeliehen, zum Teil auch gekauft, habe dann damit mir auch einen Überblick verschafft, habe mir da die Sachen einfach schon mal angeschaut und dann meistens habe ich noch mit einem zweiten Buch gelernt, wo dann die Sachen vielleicht noch mal ein bisschen erklärt waren oder einfach noch mal im Detail genauer beschrieben waren als wirklich nur so ein Bildatlas oder sowas ähnliches. Deswegen mein Tipp: Versuch nicht irgendwie dir 10 Anatomiebücher auszuleihen und dann überall die Infos herauszuklamüsern, sondern versuch dich wirklich auf ein paar Medien zu konzentrieren. Vielleicht kannst du ein Buch oder 2 Bücher noch mit der Vorlesung ergänzen. Maximal vielleicht noch, weil du vielleicht einen Zugang bei irgendwelchen Online-Plattformen wie zum Beispiel Via Medici hast oder deine Uni EDA eine Lizenz hast, dass du das noch mit hernimmst. Aber verzettel dich nicht in unnötig vielen Büchern und Medien, wo du hier die Infos rausholst und so weiter. Es kostet dann auch nur Zeit zu sagen, okay, das eine Thema lerne ich daraus, das andere aus dem Buch und so weiter. Es kostet nur Zeit und Nerven. Deswegen mein zweiter Tipp: Konzentriere dich auf möglichst wenige Themen, mit denen du dann wirklich lernst. Dann mein dritter Tipp und mein wichtigster Tipp: Wer uns kennt, vermutet vielleicht, was es war, aber mir hat selbst persönlich am meisten Zeit und Nerven wirklich selbst im Studium gespart, besonders eben auch in der Anatomie. Ich hätte nicht gewusst, wie ich die ganzen Muskeln, Nerven, Arterien, Verläufe und so weiter in meinen Schädel reingebracht hätte, hätte ich nicht eben mit Gedächtnispalästen gelernt. Und deswegen meine Empfehlung, auch wenn du es vielleicht jetzt schon öfters gehört hast auf diesem YouTube-Kanal, viele haben es aber noch gar nicht mal vielleicht ausprobiert oder denken, sehen das vielleicht noch kritisch. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, probier es einfach mal aus. Überzeug dich selbst davon, wenn du dann siehst, okay, es hat nicht funktioniert, es klappt bei mir nicht so, was bei den allerwenigsten der Fall ist, und da spreche ich aus mehr als 10 Jahren Erfahrung, kann ich dir versprechen, wirst du enorm viel Zeit und Nerven sparen, gerade in der Anatomie, wo man ja sehr viel auswendig, stupide auswendig lernen muss. Deswegen mein Tipp, und es ist unabhängig davon, ob du jetzt mit Merkvideos auf unserem YouTube-Kanal, zum Beispiel zum Plexus Lumbalis oder zum Plexus Brachialis, dir anschaust. Plexus Lumbalis ist erst vor kurzem erschienen, kann ich dir gerne mal verlinken, kannst dir auch auf jeden Fall mal anschauen und dir einen Eindruck machen, ob das was für dich ist, ob das für dich funktioniert. Und ich kann dir wirklich sehr, sehr sicher sagen, du wirst dir Zeit sparen, du wirst auch Spaß beim Lernen haben, du wirst unterhalten sein, weil die Sachen einfach in so einem Gedächtnispalast lustig, skurril, übertrieben, verrückt sind. Und du wirst die Sachen wirklich zum einen eben schnell einprägen und auch langfristig behalten. Oder die andere Möglichkeit ist, du baust dir selbst Gedächtnispaläste. Da haben wir auch schon hier auf dem YouTube-Kanal verschiedene Tipps gegeben, Anweisungen, wie du dir selbst so einen Gedächtnispalast bauen kannst, weil zum Beispiel zu Muskeln haben wir jetzt noch keine Gedächtnispaläste gebaut, wird auch wahrscheinlich noch dieses Jahr die ersten Muskeln folgen, also da kannst du dich auch schon drauf freuen. Aber wie gesagt, probier es einfach mal aus. Der einfachste Weg wäre, du schaust dir auf dem YouTube-Kanal mal vorbei, guckst dir zum Beispiel das Plexus Brachialis Video an, eines der beliebtesten Videos auf unserem ganzen YouTube-Kanal, oder zum Plexus Lumbalis. Das Video ist, wie gesagt, vor kurzem erst erschienen. Dann siehst du einfach mal, wie das funktionieren kann und kannst dich davon überzeugen. Oder du sagst, du setzt dich selbst mal hin, lernst selbst mal so einen Muskel mit einem Gedächtnispalast und entscheidest dann, oh, das klappt für mich, dann kannst du es ja ausbauen.
Oder du sagst, okay, es hat noch nicht ganz so funktioniert und meistens liegt es dann nicht an der Lerntechnik, sondern ein bisschen noch an der Anwendung, was man vielleicht manches noch optimieren kann oder du vielleicht noch nicht so perfekt dein Gedächtnispalast baust, aber das ist dann ein anderes Thema. Und ansonsten, wenn du sagst, wenn du selbst so Gedächtnispaläste baust und es ist alles noch ein bisschen zäh und du hast vielleicht gar nicht die Zeit mehr, dir die ganzen Gedächtnispaläste zu bauen, dann schau gerne auch mal in unser Lernpaket rein. Wenn dich eben die Gedächtnispaläste überzeugt haben und du sagst, boah, das funktioniert schon auf YouTube sehr gut, dann wirst du mega begeistert sein, wie schon mittlerweile tausend andere Studierende. Wir haben schon ganz viele Arterien ja, verwandelt in Gedächtnispaläste oder Merkvideos. Wir haben mittlerweile schon zum Plexus brachialis einige Videos, Plexus lumbalis und so weiter. Also schau gern da mal vorbei. Und falls du auch Biochemie hast, gibt es auch im Lernpaket sehr, sehr viele ja, verschiedene Gedächtnispaläste zu den einzelnen Stoffwechselwegen, zu den Aminosäuren und so weiter. Also der dritte Tipp wirklich, egal wie du es magst, versuch es einfach mal mit Gedächtnispalästen Anatomie zu lernen und du wirst sehen, wie hammergut das einfach funktioniert. Und dann noch ein Bonustipp, der vierte Tipp, hinterfrag dich mal, ob es Sinn macht, in die Anatomievorlesung zu gehen. Manche Profs erklären das super gut, ist super didaktisch aufgebaut, du nimmst wirklich viel mit, aber in vielen Fällen, aus eigener Erfahrung zum Teil, aber auch bei anderen, wo man so hört, oder frag vielleicht mal deine Kommilitonen, Kommilitoninnen, oder frag dich einfach mal in deinem Umfeld herum, wer wirklich sagt, die Anatomievorlesung bringt einem viel. Und viele Dozenten oder Dozentinnen haben dann ihre PowerPoint-Präsentationsfolien, klicken einfach durch und zeigen dir einfach auf der Folie die einzelnen Strukturen mit den Fachbegriffen, wodurch ich nicht gelernt habe, du wahrscheinlich auch nicht. Und für mich war es dann oft verschwendete Zeit. Ich habe mich dann lieber daheim hingesetzt, habe mir selbst meinen Gedächtnispalast gebaut und habe damit mir sehr viel Nerven und Zeit gespart. Und wie gesagt, das sind jetzt auch nicht alle Vorlesungen schlecht. Deswegen kann ich dir den Tipp geben, frag entweder bei der Fachschaft nach oder bei Leuten, die schon in den höheren Semestern sind, die schon Anatomie hinter sich haben und frag, ob es für sie Sinn gemacht hat, Anatomie. Das empfehle ich sowieso auch für andere Fächer am Anfang, sich einfach die Vorlesung mal anzuschauen und dann zu entscheiden, bringt es für mich was oder gehe ich einfach nur rein, damit ich in der Vorlesung war, nehme eigentlich gar nichts mit. Und wir alle wissen, im Medizinstudium hat man einfach wenig Zeit. Deswegen wäre es ja dann schade, wenn du die Zeit dann quasi in der Anatomievorlesung verschwenden würdest. Wie gesagt, keine allgemeine Empfehlung, du sollst auf keinen Fall in die Anatomievorlesung. Manchmal ist er auch sehr gut gemacht und du nimmst wirklich was mit. Aber wie gesagt, hinterfrag dich einfach selbst, ob es für dich Sinn macht und erlaub dir das auch mal zu sagen, okay, ich gehe vielleicht nicht in die Vorlesung und lerne das lieber mit Buch und meinem Gedächtnispalast oder wie auch immer dann daheim und ja, gestalt so meine Zeit effektiver und hast dann vielleicht so auch mehr Freizeit, weil du einfach die Zeit effektiver nutzen kannst. Und das fällt mir gerade noch eben spontan ein. Meinetwegen Bonustipp Nummer 2. Falls es die Möglichkeit gibt, oft ist es so, dass ihr von den Fachschaften Altklausuren bekommt oder Gedankenprotokolle, Altprotokolle, gerade wenn du mündliche Prüfung hast, ob allgemein in der Anatomie oder zum Physikum, zum Examen hin, dann schau wirklich, ob es vielleicht Protokolle gibt, Gedankenprotokolle, die Studierende aus dem Gedächtnis heraus zusammengeschrieben haben, wo du schon weißt, oh, bei dem und dem Prüfer oder bei der und der Prüferin geht es in die Richtung, der fragt gerne, was ist ich, obere Extremität und so weiter. Oder eben auf der anderen Seite, falls du Multiple-Choice-Klausuren allgemein hast, schau, dass es Altklausuren gibt, denn viele Dozenten oder Dozentinnen machen sich gar nicht die Mühe, komplett ihre Klausuren zu überarbeiten und sich immer komplett neue Fragen auszudenken. Und in Anatomie ist es sowieso so, dass ja das Rad nicht neu erfunden wird. Deswegen noch so als letzter Tipp, falls du die Möglichkeit hast, hol dir Altklausuren, hol dir Altprotokolle, dann kannst du dir auch enorm viel Zeit und Nerven sparen, indem du schon mal abschätzen kannst, wo vielleicht die Prüfung, welche Themen besonders drankommen und kannst dich dementsprechend dann auch ja, effizienter, sage ich mal, darauf vorbereiten. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir die Tipps gefallen haben. Vielleicht hast du noch weitere Tipps, die du mit mir teilen möchtest oder auch mit der Community, wo du sagst, oh, das war damals für dich ein Learning, dann teile das gerne mit uns. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Die meisten haben es bisher immer noch nicht getan, also würde mich freuen. Du unterstützt uns und mich persönlich auch damit. Für dich kostet es nur einen Klick und ich würde mich freuen, also Win-Win-Situation. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Erfolg beim Anatomielernen. Wenn du noch Fragen hast zu Gedächtnispalästen oder auch noch weitere Videos zu anderen Themen möchtest, schreib es gerne in die Kommentare. Ich lese jeden Kommentar, beantworte den auch sehr gerne und ja, freue mich aufs nächste Video. Bis dahin, mach's gut, ciao.